Hallo und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, da wir in der letzten Folge uns ein paar Pferde besorgt haben für unser Vorhaben und auch einen Stallmeister, der sich um die Pferde kümmert, besorgt haben, sind wir ein ganzes Stückchen vorangekommen, aber als nächstes werden wir uns hier in den Hinterlanden, wie in der letzten Folge angekündigt, um ein paar Nebenquests kümmern. Die allererste wäre hier vorne. Wir müssen nach einem verlorenen Paket suchen. In der Nähe eines Flusses. Mal schauen, was uns dort oben erwartet. Das ist ja gar nicht mal weit weg. Es müsste hier oben irgendwo sein. Hier sehe ich schon die ersten Gegner auf der Karte. Und hier vorne müssen wir hin. So, hier ist das. Sehen wir uns mal um. Ich glaube, das ist es schon. Oder? Ist das das Paket? Nee, ist, also zumindest interagiert es nicht. Nee, hier ist kein Paket. Ich spring gerade mal hier oben hoch. Vielleicht ist hier was zu sehen. Nein. Also ich sehe nur das eine Paket da unten. Mehr sehe ich nicht. Aber erstmal kümmern wir uns. Wow. Na komm schon. Verdammter Eismagier, der uns da. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Boah. Die haben gut ausgeteilt, mein lieber Herr. Ein bisschen Seide finden wir hier. Das nehmen wir natürlich mit. Und jetzt haben wir auch, glaube ich, Zugriff auf dieses Paket. Uiuiui, Katerharnisch, mittlere Rüstung, nur Schurke, nur Zwerge, ja, bis auf Varric haben wir da keinen anderen, wir kriegen auch noch 199 Gold, haben damit die Quest abgeschlossen, aber damit haben wir doch was für dich, mein lieber Varric. Nein, hier wollte ich gar nicht hin, ich wollte hier hin, Varric, da ist er, Rüstung, da, Katerharnisch. Wenn wir das vergleichen mit dem, was du anhast, du kriegst plus 2 Klugheit, plus 13 Verteidigung im Nahkampf, verlierst zwar 3 auf Fernkampf, aber insgesamt deutlich mehr Rüstung. Damit ziehst du das Teil mal an und siehst doch direkt ein bisschen anders aus. So. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Questkarte. Hier oben haben wir soweit erstmal alles abgeschlossen. Und damit gehen wir ganz hier drüben hin, ins Lager der Randgebiete. Weil da haben wir noch eine Quest dort abzuholen. Und dann hier unten ein Astarien, oder wie das Ding auch immer heißen mag, das wir uns ebenfalls holen werden. Und hier haben wir noch eine Scherbe direkt. Also reisen wir an diesen Ort. Und machen dann hier weiter. Und wir reisen und reisen. Und reisen immer noch. Und sind endlich auch mal angekommen. So, da wir keine Heiltränke benutzt haben und wir jetzt hier oben bei diesem Lager sind. So, hier vorne soll irgendwo die Scherbe sein. Da unten. Wie kommen wir denn da hin? Einmal hier, einmal dort und Scherbe einsammeln bitte. So, es war nochmal 22 und damit gehen wir hier runter. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die Questkarte und gehen dann dorthin, oder? Ne, wir holen uns erst die Scherbe. Erst holen wir uns die Scherbe, die direkt hier drüben ist.
Zumindest soll sie da sein. Voila. Jetzt rutschen wir hier auch noch runter. Nicht, dass ich mich jetzt falsch bewege. Nach rechts unten müssen wir. Autsch, das hat wehgetan. Eine Elfenwurzel. Dass die nützlich sind, wissen wir ja mittlerweile. Und hier vorne soll eine Scherbe sein. Jetzt ist die Frage, wo genau? Da ist sie. Ebenfalls eingepackt, das war Nummer 8 von 22. Und hier haben wir wieder neue Elfenwurzeln, die nehmen wir doch alle gerne mit. Und noch eine, und da müssten wir hier, glaube ich, genau eine königliche Elfenwurzel haben. Hier scheinen die immer wieder zu respawnen, das ist doch wunderbar. Aber jetzt gehen wir hier oben zu diesem Astarien. So, einmal kurz auf Varric schalten. Und dann bitte einmal ein spielender Schuss und rums. Wow. Ja, zurück zu unserem Helden. Looten können wir leider nichts, also brauchen wir es auch nicht mehr, so wie es scheint. Na dann. Gehen wir wieder mal in den Hinterlanden hier nach oben. Wir sind ja schon öfters hier mal vorbeigekommen. Und da oben scheint unser Ziel zu sein, wo ich hin möchte. Hi, da sehen wir auch eine schöne Statue. Aber erstmal kümmern wir uns um die Sterne. Astarien. Da, dann informieren wir uns mal darüber, was diese Astarien überhaupt sind. Bezüglich eurer Anfrage hinsichtlich der sogenannten Astarien. Astrarien, so rum. Sind wir der Überzeugung, dass es sich bei ihnen um Relikte eines Kultes aus der präandrastischen Epoche des Reiches von Tevinter handelt? Nun, was würde man in einer Gesellschaft, die die alten Götter anbetete, als Kult bezeichnen? Eine Gruppe von Magistern, die an der Zerschlagung des Magistertums glaubte, Magisteriums glaubte, jenes herrschenden Organes des Reiches, das festlegt, welche Magier den Titel eines Magisters erhalten und welche nicht. Die Mitglieder dieser Gruppe strebten die Rückkehr zu einer früheren Ordnung an, in der die Träumer herrschten. Und es gibt Belege dafür, dass sie in ganz Tevinter aktiv waren, wenn auch hauptsächlich in den Grenzgebieten. Dort haben sie ihre Geheimnisse sowie ihre Schätze sicher verwahrt, womöglich auch geheime Treffpunkte eingerichtet, obwohl wir uns dessen nicht sicher sein können, zu denen allein das Wissen um alte Astronomie Zugang gewährte. Eine Kunst, die, soweit wir wissen, in späteren Epochen Tevinters zunehmend außer Mode kam. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass jedes der Astarien den Standort eines geheimen Lagers preisgeben konnte, sofern man wusste, welche drei Sternbilder des dortigen, der dortigen Vorrichtung zugeordnet waren. Wurde die ihnen innewohnende Magie in der richtigen Anordnung verbunden, wurde der Standort enthüllt. In frühen göttlichen Zeitaltern machten sich viele Andraste-Kulte, insbesondere der Orden der flammenden Verheißung, auf die Suche nach diesen Relikten und zerstörten nicht wenige von ihnen. Warum? Weil sie glaubten, die Astarien würden den Schleier zusammenhalten, so dass durch ihre Zerstörung der Schleier und somit auch die Welt vernichtet würden. Es ist wie bei allen Kulten, die wahren Gründe für ihre Taten sind für moderne Denker nur äußerst schwer nachvollziehbar. Aus einem Brief vom Magister Pelidanus, Oberhaupt des Korialordens 512 des erhabenen Zeitalters. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wir brauchen immer drei Astarium Dinger hier, um einen Ort freizuschalten, wo es einen schönen Schatz gibt. Also, da das Nummer 2 ist, brauchen wir danach nur noch einen. Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. So.
Da unten ist es. So soll's also aussehen. Also wir fangen außen an. Hui. Gar nicht so leicht. Wir dürfen jede Linie nur... Boah. Dann gehen wir hier hoch. Hier runter. Einmal wieder rüber. Dann hier runter und wieder hoch und dann nach links und dann haben wir es. Ein Schwert. Fertigstellen. Sternbild Judex. Das Sternbild Judex wird als nach unten gerichtetes Schwert dargestellt und im Volksmund häufig das Schwert der Gnade genannt. Und das, obwohl diesen Sternen das Bildnis des Schwertes schon lange vor Andrastes Lebzeiten zugeordnet wurde. Judex bezog sich im alten Tevinter auf das Konzept der Gerechtigkeit, wobei ein nach unten gerichtetes Schwert einen Schuldspruch bedeutete, was in jenen Zeiten gleichbedeutend mit einer Hinrichtung war. Nun, da dieses Symbol eine neue Bedeutung besitzt und auch vom Templerorden genutzt wird, ist die alte Bedeutung in gelehrten Kreisen selbstverständlich verpönt. Aus einer Abhandlung über theodosische Astronomie von Schwester Oran Petrachius. Ja, damit wäre auch... Hallo? Das abgeschlossen? Sehr schön. Und damit haben wir noch ein Astrarium. Was fehlt? So, und hier vorne haben wir eine Quest. Hier haben wir was plündern. Mit einem Brief von einer Kreatur. Festung der abtrünnigen Magier. Sollen die Narren in Redcliffe doch den guten Magier spielen? So wie immer. Wir kennen die Wahrheit. Die Welt gehört uns. Wir werden sie erobern. Und jeder nutzlose Bauer, der je einen Stein nach uns geworfen hat und jeden Templer der Abschätzung unserer Läuterung angestarrt hat, soll es wissen, folgt dem Weg zum Hexenwald und findet eure Brüder. Ein Brief ohne Unterschrift in so schlampiger Handschrift, dass er kaum entziffern ist. So. Ja, damit gehen wir nochmal auf die Questkarte. Was haben wir hier? Kriegsverweigerer. Und wir haben unten drei Quests direkt. Und ich glaube, die gehen wir auch an. Dazu gehen wir diesen Weg, den wir da schon mal gegangen sind, hier oben durch die Hügel. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt an dieser Stelle nicht. Wäre natürlich relativ blöd. Aber ich glaube, ich sehe schon den Weg da vorne. Hier geht's hoch. Ich aktiviere gerade mal eine Quest. Oder nee, ich mache zuerst den Riss zu. Ich hoffe mal, dass der nicht zu extrem ist. So wie der eine im Fluss. Was haben wir da vorne an der Wand? Ein Dragostein, nehmen wir mit. Werden wir ganz bestimmt gebrauchen irgendwann. Und hier haben wir ein paar Gegner vor uns. Die machen wir doch direkt auch mal platt. So, und noch einmal. Und einmal zugesetzt und dann... Hey! So, dann haben wir es zu plündern. Und zwar wieder ein bisschen Seide. Hier gibt es nichts zu plündern, dort auch nicht. Und da sind wir wieder beim Zwergensohnpass. Hier waren wir schon einmal ganz kurz. Und da vorne sehe ich schon wieder einen Gegner. Den nehmen wir jetzt auch direkt mal wieder auseinander. Oh, da hinten haben wir noch einen, aber... Und noch einmal draufhauen. Und damit ist der weg. Können hier was plündern. Ein bisschen... Wertkram.
Und noch was. Ring der verbesserten rasenden Wut. Erhöht die Fertigkeitendauer um 30 für Krieger. Ja, lassen wir erstmal dabei. Ich glaube, wir haben das ja schon an. Genau diesen Ring. Was ist denn das hier für ein... Naja. So, direkt hier vorne müsste der Riss sein, den wir schließen können. Da vorne... Ist der etwa in der Höhle oder was ist das da? Ah, okay. Wir sind angekommen. Und wir kümmern uns direkt noch um den Besitz. Es scheint kein Gegner da zu sein, der uns daran hindert. Einmal... Da hinten sehe ich einen Gegner. Können wir uns um den Riss kümmern? Nein, gerade nicht. Ich guck mal, ob ich den da oben kriege. So, der ist ebenfalls weg. Wieder um den Riss gekümmert. Also momentan kommen wir noch nicht so wirklich voran. Da oben ist noch was. Meine Fernkämpfer kümmern sich darum. Ohne Probleme. Erledigt der Gute. Und da haben wir direkt den nächsten Gegner. Also dieser Riss ist sehr widerstandsfähig, so wie es scheint. Ja, der ist tot, der ist tot. Meine Fernkämpfer kümmern sich da hinten schon um den nächsten. Da hinten. Und jetzt ist er bei mir. Autsch, das hat wehgetan. Oh, komm weg hier. Verdammt, ich bin nicht mehr weggekommen. Und damit ist der auch weg. Und ich brenne. Und damit haben wir auch den letzten Riss. Geschlossen. Hier im Zwergensohnpass. Haben wir was zum Plündern. Nehmen wir mit. Haben Macht plus 1 erhalten. Und dann gehen wir doch nochmal auf die Questkarte. Wir gehen ein Stück weiter geradeaus, da dürfen wir dann auf die steinernen Träume treffen. Ich werde mir mal ganz kurz, hoppala, einen Heiltrank reinpfeifen. Wenn er mich denn lassen würde, ja. So, und direkt hier vorne müsste das sein, unser nächstes Ziel. Mal gucken, wo das hier sein soll. Ist das da vorne etwa? Da ist irgendwie was vor. Barrieren können zerstört werden, indem du genug Elementarschaden des gegensätzlichen Types versuchst. Also, ich sehe hier Eis. Ich probiere gleich mal mit meiner... Vivienne, die hat ja Feuer, Streithammer des Barbarenlords. Sollten wir mal einen Zweikampf-Krieger kriegen, hat direkt schon eine Waffe. Das ist doch wunderbar. Hier haben wir noch das. So, und jetzt schalten wir mal um auf Vivienne. Ja, okay, das ist klar. Es geht einfach nur um den Wirkungsbereich. Komm schon. Und damit sind wir durch. Und schalten zurück auf unseren Helden. Ich weiß noch nicht, was uns jetzt hier erwartet. Oha.
eingefroren. Steinerne Träume Quest abgeschlossen. Wir haben was bekommen. Hüterstab des Eises. Das ist doch was für unseren Solus. Da haben wir ein bisschen Dragostein. Sonst ist hier aber auch nichts und wir werden weiter in die Höhle hinein befördert und hier wird's Adalas. Ei. Wieder eine Quest abgeschlossen. Wer auch immer dieser Zwerg war, er hat sich übernommen. Bianca Bogen 1 verbessert. Ein Plan. Sehr schön. Und rotes Lyrium. Dann halten wir uns mal nicht zu lange bei diesem Zeug auf. Und gehen direkt weiter. Gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Es sieht nicht so aus. Damit haben wir zwei weitere Quests in diesem Gebiet abgeschlossen. Da haben wir noch ein bisschen Dragostein. Das nehmen wir mal alles mit. Das könnte ja für irgendwas nützlich sein. Und wenn es noch so unsinnig sein mag irgendwann. Wir wissen es ja nicht. So, können wir wieder hier raus aus der Höhle und gucken nochmal auf die Questkarte. Wir haben jetzt hier noch eine einzige Quest und dann hätten wir diesen Bereich komplett abgeschlossen hier unten. Und schauen mal, wohin es da geht. Was ich jetzt noch eben machen... Oh, hier haben wir Onyx. Nehmen wir doch glatt mit. Hier können wir noch eine Kiste plündern. Die habe ich ganz übersehen beim Reingehen. Ein verstärkter Schild und ein bisschen Gold. Und jetzt gucke ich mal kurz ins Inventar. Der gute... Ja, okay, das ist klar. Ring der rasenden Wut. Was war das denn nochmal? Erhöht die... Okay. Kritische Trefferchance erhöht. Den haben wir an... Packen wir das mal da rein. So. Und der Ring des Angriffs packen wir mal bei ihm mit rein. Und damit haben wir nur noch die Waffe, die was für Solus ist. Momentan hat er den Seelenengelstab. Da schaue ich mal eben kurz. Wenn man das miteinander vergleicht, also der Stab des Eises ist deutlich stärker, wie man sieht. Und damit ziehst du diesen an, bitte. Und dann kriegt nämlich unsere Vivienne. Kriegt sie den überhaupt? Kritischen Schaden, Elektrizitätsschaden. Nö. Also den können wir dann wohl getrost verkaufen. Wenn wir zurückkommen, Vivienne kriegt was anderes. Und gehen dann zu unserem nächsten Questziel. Doch bevor wir dahin gehen, mache ich hier eine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition.